Lieben Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei Königin Meve. Wir hatten unseren ersten Kontakt mit dem Feind, den Nilfgaardern. Eine Delegation haben wir getroffen, die uns die Kapitulation nahelegte. Wir haben natürlich abgelehnt, haben sie aber ziehen lassen, weil wir faire, ehrenhafte Kriegsgegner sind. Auf der anderen Seite gilt das nicht für die Nilfgaarder Plünderertruppe. Die haben wir in einer großen Schlacht erledigt. Und jetzt machen wir weiter, wir erkunden weiter hier so ein bisschen die Gegend. Hier oben scheint nichts zu sein. Ich laufe, oh, doch, da in der Ecke. Dann gucken wir mal. Hier ist irgendwo auch ein besonderer Ort, aber hier brennt es schon wieder. Überall brennt es. Entweder Banditen, Nilfgaarder, Drachen. Viel los in der Gegend. So, was haben wir denn hier? Ach, schon wieder diese Viecher. Na gut. Dann müssen wir wieder ran. Der Gestank der Verwesung. Der Krieg bringt die unterschiedlichsten Gerüche mit sich. Etwa nach Brandwunden, Blut und Schmutz. Der schlimmste von ihnen ist aber der Gestank verrottenden Fleischs. Weht der Wind entsprechend stark, wird dieses Miasma weit davongetragen und erfüllt die Herzen der einfachen Leute mit Furcht. Und lässt blutdürstigen Monstern das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wir müssen alle Gude töten. Wir müssen die Fähigkeit unseres Anführers einsetzen. Verdammt, ich wollte doch Meves Fähigkeit nochmal verändern. Aber. Dadurch, dass wir Schaden machen müssen, töten müssen, ist es vielleicht doch ganz gut. Vertraue auf deine loyalsten Einheiten. Okay, Rätsel, Sonderregeln, verkürzter Kampf, vorgegebenes Deck. Aha, vorgegebenes Deck, gut, auch wichtig. Das heißt, unser Deck kommt hier nicht zum Einsatz, logischerweise. Loyalität scheint eine große Rolle zu spielen. So, wir können auch noch nicht mal auswählen. Dann gucken wir uns erstmal genau an, wie das hier funktionieren mag. Also, wir haben den Allghul. Verzehre alle zwei Züge zu Beginn des Zugs eine Einheit auf deinem Friedhof und verbessere diese Einheit um 3. Das heißt, verzehren heißt, er nimmt die Stärke dieser Einheit an und wird dann sogar noch um 3 nochmal stärker, alle zwei Züge. Das heißt, im Umkehrschluss sollten wir erst so spät wie möglich vermutlich die töten, wenn das denn machbar ist. Weil wenn nichts auf dem Friedhof ist, dann kann er auch nichts verzehren. Weiß ich nicht, ob das machbar ist. Ghule, verzehre alle 3 Züge zu Beginn des Zugs eine Einheit auf deinem Friedhof. Okay, die kommen sicher in die Quere damit. Wir müssen aber alle töten. Ah, warte mal. Er hat gepasst, er kriegt... Ah, okay. Okay, alles klar. Gut, dann schauen wir erstmal, was wir haben. Ich ahne, was hier los ist. Alsurs Donner. Füge einer Einheit 10 und ihren benachbarten Einheiten 5 Schaden zu. Ja, das ist schon mal gut, weil dann töten wir sie nicht. Das ist nett. Verbrennen. Zerstöre die stärksten Einheiten. Dann haben wir noch unsere Anführerfähigkeit. Ach so. Das ist gar nicht die, die wir ausgewählt haben. Verbessere eine verbündete Einheit um 4. Gib ihr eine Rüstung. Aktiviere dann die Loyalfähigkeiten aller verbündeten Einheiten. Okay, die Loyalfähigkeit ist ja hier zufällig 2 Schaden. Spannend. Zerstöre die stärksten Einheiten. Okay, würden wir das am Anfang machen, würde der die fressen. Oder warte mal, kann das sein, dass auf dem Friedhof hier schon Karten liegen? Ist hier, gibt's hier quasi... Oh nein! Es gibt ja einen Friedhof. Okay, wow. Das ist ja eine miese Nummer. Ja, aber sag mal, ist das nicht ganz einfach? Wir machen erstmal verbrennen, dann wird das zerstört.
In der nächsten Runde machen wir also das Donner. Oder von mir aus auch eine Arbaleste. Warte mal. Ich probiere es mal. Wobei, zerstöre die stärksten Einheiten, das können wir auch später noch machen, fällt mir ein. Weil der verzehrt und er bleibt ja die stärkste Einheit. Das heißt, das können wir eigentlich machen, wann wir wollen. Das Problem sind die beiden da hinten. Na okay, vielleicht machen wir das mal so. Wir starten mal, das können wir auch jederzeit machen. Wir müssen im Prinzip die nur töten, bevor die dritte Runde da passiert ist. Mal sehen, ob ich mich täusche. Wir probieren es mal. Also ich nehme einfach die Arbaleste, mach einmal Schaden hier. So. Der wird jetzt immer stärker, aber den kriegen wir durch Verbrennen sofort weg. Jederzeit. So, dann. Wir könnten den jetzt töten. Ah ja, warte mal. Wichtig ist, dass die weg ist, bevor wir unsere Anführerfertigkeit nutzen. Aber die müssen wir noch nicht töten. Ist jetzt keine Gefahr eigentlich. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Warum schieße ich jetzt auf den? Weil wir hier ja 10 Schaden machen. Okay, so. Pass mal auf, wenn ich jetzt... Wenn ich das jetzt auslöse... Scheiße. Das kommt vom Timing nicht so gut hin. Ich kann ja jetzt nicht 2 Karten spielen. Okay, das war jetzt irgendwie doof. Ja, ich muss das jetzt spielen, damit der jetzt seine Fähigkeit, zumindest der, die nicht bekommt. Machen wir es mal. So, der wird jetzt 10 stärker. Ist aber vielleicht halb so schlimm. Okay, so wollen wir nicht jetzt machen. Mache ich 3 Schaden? Ne, wir müssen vorher den anderen wegmachen, glaube ich. Ich glaube, es funktioniert so nicht. Ich brauche ein Ziel. So, und wenn wir das jetzt machen, machen wir halt nur 6 Schaden. Ja. Das funktioniert nicht. Das ist knifflig. Okay, an welcher Stelle war der Fehler? Interessant. Sehr interessant. Ich mache mal kurz einen Schnitt und denke nochmal intensiver drüber nach. Also, kleine Pause hier in der Aufnahme. Okay, ich habe es jetzt nicht irgendwie durchgerechnet, habe aber eine andere Idee. Meine Idee ist, dass wir möglichst früh schon mal die Anführerfähigkeit einsetzen, dass wir die vielleicht zweimal zum Triggern bekommen und dadurch vielleicht einen Vorteil erzielen. Der Punkt ist, wenn ich das richtig verstehe, diese Loyalitätsfähigkeit, ist es ja so, füge einer zufällig gewählten gegnerischen Einheit, die dieser Einheit am nächsten steht, 2 Schaden zu. Das heißt, wenn der nicht weg ist und ich die Trigger, die Loyalfähigkeit, kriegt der immer Schaden. Das wollen wir nicht. Bei denen kriegen wir jederzeit mit Verbrennen weg. Aus dem Grund werde ich den zuerst killen. Im nächsten Zug dann die Arbaleste wählen und dann schon mal
einmal unsere Fähigkeit starten. Aber so richtig überzeugt bin ich immer noch nicht davon. Ich brauche ein Ziel. Weil ich meinte, wenn ich dann wieder, müsste ich ja noch einmal mit der Fähigkeit drankommen. Bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Ja, wir kommen auf jeden Fall noch einmal dran, aber reicht das? Wir müssen jetzt leider eine Einheit killen. Und leider ging der zufällig dort drauf. Das war jetzt ein bisschen ungünstig. Aber der Kill muss jetzt einfach kommen. So, jetzt hat der 16. Das bringt uns nichts. Schütze zu Diensten! Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Naja, es bringt uns nichts. Okay, das war's auch nicht. Ja, ich hätte jetzt noch einmal machen wollen, das wäre aber nur 6 Punkte gewesen. Deswegen habe ich es jetzt nicht gemacht. Okay, so, muss ich nochmal neu nachdenken. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe jetzt den Punkt gefunden. Und zwar, bei Verbrennen zerstöre die stärksten Einheiten. Das heißt, wenn die gegnerischen Einheiten gleich stark sind, dann müssten wir alles mit Verbrennen zerstören. Das heißt, wir ignorieren einfach die Einheiten erstmal hinten und müssen irgendwie hinbekommen, dass der hier 11 hat. Das Blöde ist, dass er ja in der nächsten Runde erstmal 23 bekommt. Aber das ist der Clou. Das scheint mir der Clou zu sein. Okay, die Frage ist, was spielt man als erstes aus, ne? Da muss man wahrscheinlich die Arbaleste als erstes ausspielen. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Jetzt ist die Frage, ob man auf den schießt. Das bin ich ganz sicher. Und jetzt werde ich direkt schon mal das triggern. Gucken, ob er dann überhaupt wirklich... Ja, 10. Jetzt wären wir kurz bei 11 gewesen, ne? Gut, jetzt kriegt er aber erstmal wieder 10, ist klar. So, und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir ihn jetzt am besten auf 11? So, warte mal, wenn wir... Die werden jetzt alle gleichzeitig stärker. Wenn wir das spielen... Ah ja, wir brauchen das Spiel, dann haben wir 2... Ja, und dann also ist Donner. Dann, ja, dann ist er 11. Das müsste ja perfekt hinhauen. Lyrian! Ja? Ach so, aber die werden ja gleich stark. Ja, ja, ist kein Problem. Pass auf, also ist Donner. Als nächstes. Die kriegen ja alle 10 immer. Jetzt. Wieso hat der 13 bekommen? Ach, scheiße. Ist aber... Das ist nicht so schlimm, glaube ich. Wir kriegen ihn jetzt hier wieder runter auf 21. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Ja, Leute, wir haben's. Haha. Okay. Nicht schlecht. Das war nochmal eine Nummer kniffliger, beziehungsweise ich hatte nicht gleich den richtigen Clou gefunden, aber genauso unterhaltsam. Sehr schön. Okay, was finden wir auf dem verlassenen Gehöft? Das Übliche, vermutlich. Ah, auch noch eine Bekanntmachung oder ein Brief. Die Einwohner besetzter Gebiete werden hiermit informiert, dass jeglicher Versuch, die kaiserlichen Kriegsanstrengungen zu behindern, mit schwerster Bestrafung geahndet wird. Hel Kerser, Herzog Ardab Ebdahi, Großkanzler und Kommandant der Heeresgruppe Ost. Und offenbar haben diese armen Einwohner sich hier widersetzt. Die Monster, die sind nur einfach später dazugekommen, um sich an den Leichen zu laben. Was sie natürlich nicht
sympathischer werden lässt. Gut, finden wir hier auf der Ecke noch irgendwas? Da oben? Waren wir noch nicht, aber... Ah doch, da waren wir schon. Da ist auch nichts. So, aber hier links. Was ist das für eine Truppe Soldaten? Egal, hier. Den Holzhaufen. Den nehmen wir noch mit. Ich glaube, die Wegmarkierung haben wir schon getriggert. Was ist mit euch los? Schließlich erblickte die Königin am Horizont lyrische Banner, die im Wind flatterten. Endlich! Sagte die Königin lächelnd. Mewe beschloss, mit dem Kommandanten zu sprechen, einem Baronet Eldar. Sie begegnete ihm zum ersten Mal und war beeindruckt von dem jungen Mann. Doch anstatt Eldar zu den gegnerischen Truppenbewegungen zu befragen, erkundigte Renar sich nach Trivialitäten. Und wie geht es dem werten Vater? Ist er bei guter Gesundheit? Ja, bis auf eine Beule, die er sich bei der Jagd zugezogen hat. Aber er jammert nicht. Ich richte ihm aus, dass du nach ihm gefragt hast. Mewe war über diese Trivialitäten verärgert und gab ihrem Pferd die Sporen. Als Eldar und seine Männer weit genug zurückgefallen waren, nahm sie Renar beiseite. Renar, das ist nicht die Zeit für Höflichkeiten. Wir sind im Krieg. Ja, und in Kriegszeiten sollte man alles hinterfragen, Majestät. Auch Namen. Mhm. Er hat eine Ahnung, irgendwie. Komm zum Punkt, Renar. Eldars Vater ist letzten Monat gestorben. Ein Sohn sollte sowas doch wissen. Oha. Aber das heißt ja... Oh, der Bastard. Sein Akzent war makellos. Ich fürchte, er bildet da keine Ausnahme. Nilfgaardische Spione sind stets gut vorbereitet. Sag mir, wie du es bemerkt hast. Er trägt keinen Trauerflor an der Rüstung. Trüge er einen... Hätte ich es wohl nicht erraten. Was sind eure Befehle, Herren? Sollen wir diese Schauspieler beobachten? Ja, natürlich. Da gibt es ja gar keine Frage. Stell einen Trupp zusammen und lass unsere neuen Verbündeten von ihm beobachten. Ungesehen. Wie ihr wünscht, Majestät. Renars Speer taten wie geheißen und beobachteten die falschen Lyrier aus dem Verborgenen. Kurz darauf kehrte ein Späher mit der Nachricht zurück, dass die Betrüger auf die Rastburg zuhielten, die weit im Norden lag. Mhm, das ist die Burg, die wir da schon gesehen haben. Na gut, immerhin, wir sind vorbereitet. Hier brennt schon wieder ein Dorf. Kurze Orientierung. Okay, wir sind da, da ist die Burg. Naja, gucken wir erstmal im Dorf hier. Haus, Scheune, Kornspeicher, alles niedergebrannt. Wir haben sie angefleht, Herrin. Auf den Knien. Sie haben nur gelacht. Haben wir den Kaiser beleidigt, Majestät? Wir haben sie angefleht, Herrin. Auf beleidigt. Den Knien. Sie haben nur gelacht. So, dann werde ich nochmal die Reste eurer Besitztümer hier mitnehmen. Ihr braucht sie ja nicht mehr. Wir brauchen sie für den Krieg. Gibt es hier hinten noch was? Nein. Ah, da sehe ich noch einen Baum. Und dann kommen wir gleich hier zur Burg. Oh, wo läufst du lang? Hier soll es lang gehen. Aber erstmal bewegen wir uns mal Richtung Schatz, ne? War ja die Mutmaßung, dass wir hinten lang laufen können. Und das klappt auch großartig. Okay. Kann es sein, dass diese Truhen tatsächlich alles nur Gewändtruhen sind? Naja, okay. Trotzdem, wenn da eine Truhe ist, dann muss sie natürlich gefunden werden. So. Können wir sie jetzt überraschen? Überwältigen? Wir werden sehen. Die falschen Lyrier gelangten zur Rastburg und versuchten, die Verteidiger zu überreden, das Tor zu öffnen. Während die Kommandanten verhandelten, versteckten sich die übrigen Infiltratoren hinter den Mauern und warteten auf den Befehl zum Angriff. Zeit, dass Baronet Eldar seinen angeblichen Vater wieder sieht, murmelte die Königin. Mir nach! Ah, okay. Das ist der Plan.
So, ein verkürzter Kampf, aber ansonsten scheinbar ein normaler Kampf. Die Rastburg war von großer strategischer Bedeutung. Wer sie hielt, kontrollierte die Hauptstraße zwischen der lyrischen Hauptstadt und Rivien. Entschuldigt. Sowie den Transport auf der Yavinna. Dass die nilfgaardischen Kräfte sie früh einzunehmen versuchten, bewies, dass sie sich mit dem gegnerischen Territorium vertraut gemacht und die Okkupation schon lange geplant hatten. Das ist ein anderer Gegner. Verkürzt, nur eine Runde, okay. Aber trotzdem unser Deck. Ja, haben wir. So, das ist natürlich die super... Kann es sein, dass die immer... Ich glaube, es war, wurde uns, glaube ich, sogar erklärt, ne? Streitwagen ist super, zusammen mit den Arbalesten gefällt mir das. Die Feldsanitäterin nehme ich mal raus. Ja, dafür haben wir... super. Das gefällt mir eigentlich. Ich hätte gerne noch mehr lyrische Sensenkämpfen. Wollen wir die Wagenburg mit reinnehmen? Ja, starten wir mal. Sie haben uns durchschaut! Siege in Atuvian! Oh! Jetzt sind's doch Nilfgaarder. Lustig. Oh, wir starten aber mit großem Nachteil hier. 27-0. Okay. Gut. Das ist, sind diese Idioten mit dem Schild. Die die immer um eins besser machen. Es wäre gut, wenn wir den killen, weil dann würde nur der besser werden. Und der kann jetzt... Ja, kann halt Schaden machen, ne? Wenn immer eine verbündete Einheit erscheint, gibt diese Einheit eine Ladung. Ja, insofern wäre ein schneller Kill ganz gut. Aber ich würde sagen, wir starten mit der Wagenburg. Ah, ich habe das immer noch nicht geändert. Aber dadurch kann uns ein schneller Kill sogar gelingen, vielleicht. Na, mal gucken. So. Noch einer von denen. Ah, verdammt. Okay, das ist natürlich jetzt... Das ist richtig doof gelaufen. Ja, das war vielleicht ein schlechter Move. Ich wollte nämlich danach den Streitwagen. Hätten wir schön 3-4 Schaden raushauen können. Vielleicht sogar auf die gesamte Reihe. Das ist misslungen. Wie kommen wir jetzt zu Potte? Der Sold steht aus. Mal wieder. Ah, die Einheit ist eigentlich nicht gut, wenn wir nicht mindestens 3 oder 4 davon haben. Da ist das erste, wo ich vielleicht das Deck mal ändern muss. Fällt mir gerade mal so auf. Alba! Wer hat da gerade den eigentlich markiert? Panzerreiter. Verbessere das nächste Mal, wenn eine gegnerische Einheit ihre Befehlfähigkeit einsetzt. Diese Einheit um 2 und gib ihr 2 Rüstung. Auch widerlich. Woher kommt die Markierung, sagt man? Ach, das ist hier was Neues. Wenn keine Einheit markiert ist, markiere die schwächste gegnerische Einheit. Verwandle sie nach 3 Zügen zu Beginn des Zugs in Alba Pekinier und verschiebe sie auf deine Seite. Widerlich. Okay. So, wir müssen... Wir müssen jetzt irgendwie Einheiten rauspumpen, um mit den Arbalesten schön Schaden zu machen. Dafür wäre der Streitwagen ganz gut. Und dann eine Arbaleste. Wir haben aber nur eine. Wir haben noch keine Loyalitätseinheiten draußen. Pass mal auf. Wir bringen erstmal die raus und triggern einmal hier unseren Befehl. Damit wir den vielleicht wenigstens 2-mal kriegen im Kampf. Ich hätte auf meine Alte hören sollen. Tja. Ah, wisst ihr was? Ich hätte noch darauf achten müssen. Ah, okay. Naja, gut. Naja, mal gucken. Ich habe einige Fehler gemacht, merke ich gerade.
Igloir! So, diese Befehlskiste ist echt nervig. Aber die kriegen wir da ja nicht weg. Eigentlich müssten wir wirklich den Streitwagen erst bringen, bevor wir die Abaleste bringen. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Heil Kerser! Okay. Alba Pekiniere. Ziehe eine Kopie dieser Einheit. Todeswunsch, verwirf alle Kopien dieser Einheit auf der Hand und im Deck. Das ist natürlich cool, wenn wir den töten. Relativ schnell. So, jetzt wäre ein Moment für die Abaleste. Wir machen 7 Schaden. Dann wäre das Ding tot. Allerdings gibt es noch was Wertvolleres? Der wäre auch tot, ne? Mit der Befehlsfähigkeit. Aber wir nutzen gar keine Befehle, außer hier das. Das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Ne, pass auf, ich bringe. Jetzt verliert er die auch aus der Hand, ja, immerhin. Hört davon. Oh mein Gott. Okay, wow. Nee. Das wird schwer, das noch zu reißen. Das ist auch widerlich. Im Moment ist keine markiert hier. Ja, es wäre offenbar auch gut, die am Ende zu killen. Weil hätten wir das eine Runde später gemacht, dann hätte er die Pikiniere jetzt auch noch mit verloren. So, das ist schon eine 10er-Einheit. Das ist eine 6er. Also ich mache das jetzt absichtlich nicht, wegen dieser Befehlskiste. Wir machen jetzt weiterhin 7 Schaden. Den werde ich jetzt auch mitnehmen. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Um zumindest den wegzubekommen. Chase! In Twee! Also diese verdammten Derland-Fußsoldaten, die hätte ich vielleicht früher rausnehmen sollen. Das ist alles schwer. Man hätte so viel machen können. So. Welche kommt rein hier? Das ist eine Blitzstreitwagen. Ist sie im Moment cool? Hilft die uns irgendwie? Naja, sie bringt Punkte. Das ist das Einzige. Zusammen mit dem lyrischen Horn kann das nochmal nett sein. Okay, wir können hier nochmal unsere Loyalitäten. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Der wird rübergezogen. Und verwandelt sich dann in so ein Pikinier, ne? Das werden wir aber schwer verhindert bekommen. Also wir könnten ihn jetzt töten mit der Fähigkeit, aber dann wird er trotzdem Pikinier werden. Mhm. Tja, ich mach's trotzdem. So, kriegen wir noch ein paar Zufallshits. Und immerhin, er hat nur noch 3 Karten. Und wir müssen noch was spielen. Ja, die Befehlssache nutzt uns leider gar nichts. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Außer natürlich bei dem, aber leider hat ja der Alba Panzerreiter, ist ja auch noch da. Wobei, das mit der Rüstung, er kriegt halt nur 2 Stärke. Wir profitieren davon mehr eigentlich. Und wieder an die Front. Okay, aber ich sehe, diese Derland-Fußsoldaten, die habe ich komplett unterschätzt. Die hätte ich nicht so durchgehen lassen dürfen. Das geht gar nicht. Das ist jetzt auch zu spät. Das skaliert ja unfassbar nach oben. Ist ja krass. Ist ja einfach nur krass.
Okay. Der wieder und wieder und wieder. Da habe ich mich irgendwie versehen. Ja, das schaffen wir aber nicht. Aber ich gebe noch nicht auf, einfach nur, um mal zu sehen, was hier noch so kommt. Befindet sich dieser nicht auf der Hand, im Deck oder auf dem Schlachtfeld, kräftet sich um zwei, wann immer eine Gegenscheinheit in der Fernkampfreihe erscheint. Puh, okay. Das heißt, es wird jetzt auch... Okay, immerhin. Wir können hier nochmal schaden. Ich brauche ein Ziel. Wir machen wie viel Schaden? 8. Ist die Frage, ob wir den Schaden jetzt direkt durchbringen wollen, irgendwas killen wollen. Ja, zum Beispiel den mit einem Fernkampfreihe, das ist ja nervig. Den nehmen wir nochmal raus. Und dann bringen wir ihn hier noch rein. Disziplin bringt uns den Sieg. Das bringt uns dann hier nochmal was. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Und die bringen wir auch noch rein. Ja, er diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Schade, wir kriegen keine Loyalität mehr. Okay, also ich muss auf jeden Fall ihre Fähigkeit ändern. Das ist ein Punkt, der uns jetzt auf die Füße fällt. Seine letzte Karte. Gloir in Herzer. Schade, dass wir nicht noch mal einmal... Das hätte noch ordentlich Punkte gegeben. Ich glaube so 12. Naja, jetzt kommt das Horn, aber das wird zwar noch ein bisschen was bringen, aber nicht das Entscheidende. 132, 111, nee. Mit der Loyalitätsfähigkeit würden wir gewinnen. Wir würden hier plus 10 bekommen, hier nochmal 6 Schaden. Das sind 16 Unterschied. Ja, ich glaube, wir würden dann gewinnen. Gut. Hätte, hätte Fahrradkette. Verloren erst einmal. Aber wir kommen darauf zurück. Das Blöde ist, dass ich weiß gar nicht, letzten Kontrollpunkt laden, ist das vor der Schlacht? Weil ich würde natürlich jetzt gerne ihre Fähigkeit ändern. Liebe Leute, das probiere ich einfach mal aus in der Pause. Ich beende leider mal diese Folge mit einer Niederlage. Das heißt, es geht das nächste Mal direkt mit der Schlacht los. Dann aber mit den entscheidenden Erkenntnissen. Nämlich erstens, dass wir eine andere Fähigkeit brauchen. Und zweitens, dass wir diese eine Karte nicht so skalieren lassen dürfen. Da müssen wir unbedingt... Ja, obwohl... Ja, doch. Naja, wir werden sehen. Also, mit Hilfe unserer Loyalitätskarten. Wir bräuchten auch mehr von diesen Sensenleuten. Die sind einfach stark. Hätten wir ja auch so schon gewonnen. Na gut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.